I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. Ich gehe sehr gerne ans Limit, generell, ob es auf dem Platz oder neben dem Platz ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es auch irgendwie immer eine neue Herausforderung für mich ist, meine Grenzen kennenzulernen, aber auch viel, viel mehr neue Grenzen zu setzen. Also wenn man dann eine erreicht hat, die nächste Grenze wieder neu zu setzen. Ich glaube, nur wenn man im Training auch ans Maximum geht, kann man sie auch ins Spiel umsetzen und integrieren. Und von daher bin ich schon eine, die auch im Training immer maximal an ihre Leistung geht, ja. Ich glaube, der Moment, der mir gezeigt hat, dass es in Richtung Profifußball geht, war der Moment, als ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin. Ich bin mit 14 auf ein Sportinternat gegangen, um die Schule und den Fußball einfach besser unter einen Hut zu bekommen. Und da habe ich, glaube ich, gemerkt, dass mein Weg ein bisschen anders verläuft als der Weg der Mädels, mit denen ich befreundet war zu der Zeit. Ich glaube, ich bin auf dem Platz nochmal präsenter und aktiver. Im normalen Alltag bin ich will nicht sagen zurückgezogen, aber vielleicht dann in einigen Momenten auch eher die ruhigere. Braucht dann auch irgendwie diese andere Seite, ein bisschen Abwechslung und Action. Aber ich glaube, im privaten Alltag bin ich auch sehr gerne einfach für mich oder unter Freunden oder generell unter meiner Familie. Und auf dem Platz bin ich einfach sehr gerne präsent, aktiv, laut und nicht so die liebe Sophia, sag ich mal. Ich glaube, gerade als Innenverteidigerin musst du eine gewisse Präsenz ausstrahlen. Du musst mit dem Ball gut sein, aber vielmehr auch gegen den Ball, weil du einfach so gesehen vor dem Torwart der letzte Mann bist. Du brauchst eine gewisse Spielintelligenz, musst das Spiel lesen können, vielleicht auch ein bisschen antizipieren können. Und mit Ball wird es, glaube ich, auch immer wertvoller, dass du eben das Spiel vorantreibst, mutig nach vorne verteidigst und eben auch für die Offensive zuständig bist, auch wenn du vielleicht eine Defensivspielerin abbildest. Ich glaube, Regeneration ist für Fußballerinnen sehr, sehr wichtig, weil gerade im Turnier einfach sehr viele Spiele auf sehr hohem Niveau auch nacheinander folgen und man einfach sehr wenig Zeit zwischen den Spielen hat zu regenerieren. Deshalb muss man die Regeneration einfach direkt nach dem Spiel einleiten und dann auch aktiv so steuern, dass man zum nächsten Spiel eben ja wieder topfit ist, und das Schlaf natürlich auch ein Hauptfaktor. Ich habe gelernt, dass mein Schlaf intensiviert, wenn ich immer was mit habe, was ich immer dabei habe. Ganz unabhängig davon, ob ich im Hotel bin, ob ich im Bus bin, ob ich zu Hause schlafe. Und das Kissen natürlich eine optimale Möglichkeit als Gegenstand, was man einfach immer präsent und parat hat. Ich glaube, die WM wird auf jeden Fall besonders, weil die EM gezeigt hat, zu was sie imstande sind. Und ich bin auch irgendwie der festen Überzeugung, dass wenn man bei einer Europameisterschaft dominieren kann und bis ins Finale kommt, dass man dann auch irgendwie in der Lage ist, die Weltspitze zu dominieren oder zumindest eine sehr, sehr interessante Rolle zu spielen. Deshalb freuen wir uns sehr auf das Turnier. Ich bin Sophia Kleinherne und ich freue mich auf die Fußball-WM Down Under.